Was will ich sagen? Das ist das, was ich mir bestellt habe. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute unboxen wir mal was Spezielles. Und ja, ich weiß, ich habe erst letztes Jahr ein neues Mikro gekauft. Aber das hier ist um 1000 Mal besser als das hier. Das ist das liebe Shure MV7, wenn ich mir da so recht entsinne. Ja, ich habe insgesamt 312 Euro dafür ausgegeben. Aber ja, es ist nicht nur das Mikrofon. Es hat 200 irgendwas gekostet. Der Arm, der fehlt noch. Der kommt erst morgen. Das heißt, wir unboxen heute dieses Mikrofon und morgen den Arm dafür. Und natürlich, wir können das nicht öffnen ohne Utensilien. Deswegen habe ich mir wieder die Schere und den Schraubenzieher mitgenommen. Und ich würde sagen, wir starten rein, das zu öffnen. Ich gehe davon aus, dass wir das mit der Schere aufbekommen, weil das ein kleiner Ritz ist. Ja, genau, da geht es schon auf. Eine Seite und da brauchen wir noch die zweite Seite. Ich hätte eigentlich am liebsten mit der Shure SM7B geholt, aber dafür muss man halt noch extrem viel Scheiße holen und zweitens ist es halt auch noch extrem teuer, davon mal abgesehen. Deswegen, ja, aber das klappt jetzt hier nicht so gut. Ja, okay, dann gehen wir einmal so. Wo ist das Loch? Da. Und jetzt geht's um den Inhalt. Oh. Warte, hat man keine Adresse gesehen, oder? Nee, ich glaube nicht. So, ich sehe schon Müll. Kommt erstmal auf Seite. Oder auf den Boden. Auch nochmal. So, hier ist es. Alter. Okay. Es ist nochmal extra eingepackt. Das heißt, der Karton kann eigentlich auch auf die Seite. In die Ecke. So. Ich hoffe, man sieht alles. Ja, aber tut man einmal diese Folie weg und ich lege es euch einmal hier hin, damit ihr euch das angucken könnt. Es ist schon nice. Ich hoffe, das Licht blendet nicht extrem. Nö, eigentlich nicht. Das geht. So. Das auch mal kurz an Seite legen. Und dann werden wir uns jetzt mal diesen schönen Mikrofon widmen. Wir öffnen es weiter auf. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich freue mich sowas drauf. Ich kann nicht glauben, dass ich mir das geholt habe. Hoffentlich ist es auch geil, aber eigentlich müsste es geil sein. Mal gucken, wie es mit dem USB-Anschluss ist. Ich habe mir eigentlich schon mal Videos gegeben, deswegen müsste es eigentlich genauso gut sein, wie ich denke, dass es ist. So, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das hier klappt. Box in der Box. Warum kann ich die denn nicht rausziehen? Okay, eigentlich müsste ich das hier so öffnen. Ah doch, es geht. Wollte erst nicht funktionieren. Auch mal kurz an Seite. Die Spannung steigt und wir werden jetzt sehen, was hier drin ist. Okay. Oh mein Gott. Das ist besser, als ich mir vorstellen konnte. Das hier ist dann ab sofort mein neues Mikrofon. Ich kann selber nicht glauben, ja. Mach den ganzen Papierkram daraus. Hier ist noch das Kabel drin. USB-Kabel. Braucht es zwei USB-Kabel? I don't know. Ja, anscheinend. Egal. Kümmere ich mich gleich drum. Oh mein Gott. Wir packen das Beste vom Besten aus. Oh mein Gott. Leute, ich kann das nicht glauben, dass ich dieses Mikrofon habe. Das glaubt mir kein Mensch. Hier sind dann die Einstellmöglichkeiten. Ich kann mich einmal muten, Es gibt auf jeden Fall eine App dafür, wo ich ein paar alte Dinge einstellen kann. Und es passt doch auf mein Stativ. Bruh. Ich habe mir extra ein neues Stativ geholt, aber es passt anscheinend doch auf meinem alten Stativ. Was ich nicht wusste, weil ich konnte den Anschluss nicht richtig sehen. Aber wenn ich das jetzt so anschaue, kann es sein, dass es passt. Ich werde es sehen. Ich trinke mal kurz einen Schluck und dann werden wir das Ganze ausprobieren, wie sich das denn anhört. Leute, ich habe, glaube ich, gerade was rausgefunden. Ich glaube, ich kann das an meinem Handy anschließen, das Mikrofon. Zumindest ist das genau der Stecker, der in den Handy reinpasst und das, was hier rein muss, glaube ich. Ich glaube, diese Audio wird anders krank sein. Da muss ich gleich mein Headset hier überlegen. Das will ich mir ja selber auch gönnen und nicht erst im Schnitt. Also so wie es ausschaut, hätte ich echt kein neues Stativ holen müssen. Aber egal, dann passt das. Das ist ein Rode Stativ. Das passt dann, glaube ich, ein bisschen besser hierzu. Hoffentlich funktioniert das alles so, wie ich mir denke, dass es funktioniert. Müsste richtig drin sein. Und jetzt werde ich das anschließen und wir hören uns gleich mit diesem Mikrofon wieder. Bis gleich. Yo, Leute. Da bin ich wieder. Man hört einen kleinen Qualitätsunterschied auf jeden Fall. Ich habe es zum Laufen bekommen. Es passt tatsächlich auf mein altes Stativ, womit ich nicht gerechnet hätte. Ich kann jetzt weiter weggehen und hört mich trotzdem noch gut. Tada. Ich höre mich gerade selber, weil ich mein Headset hier eingesteckt habe. Anders hat es erst nicht funktioniert. Ich musste kurz OBS neu starten, damit das Mikrofon bei OBS funktioniert. Ihr könnt mir nicht sagen, dass das eine schlechte Qualität ist. Real Talk. Ich werde es mir über das Schnittprogramm ja auch nochmal anhören. Ich glaube, da hört sich das nochmal ein bisschen anders an. So werden dann jetzt die neuen Videos, die dann demnächst kommen, sich anhören von der Qualität. Es wird sehr, sehr geil, Digga. Ich freue mich darauf. Aber ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wo der neue richtige Arm kommt für dieses Mikrofon. Bis morgen.
Tada! Hier ist der gute Arm drin. Arm ist heute angekommen. Den packen wir jetzt direkt aus. Mikrofon, Qualität. Hört ihr schon? Ist das neue Mikrofon gerade? Ich weiß nicht, wie sich das gerade anhört. Ich benutze gerade die Fahrfunktion, also dass ich weiter wegrede, weil ich nicht die ganze Zeit nah sein kann und ihr auch gerne diese Sounds hören solltet. Oder, ja. Warum nicht? Ja. Das ist gute Verpixel. Ey, es ist egal, wie ich es verpixelt habe. Ihr könnt nicht lesen, wo ich wohne. Von daher ist es mir Schnurz. So. Einmal durchgeschnickelt. So, das ist das gute Stück. Das haben wir relativ schnell angeboxt. Dann funktioniert dieses, dann ist dieses Mikrofon nämlich auf dem richtigen Ständer hier. Das sieht schon maschala aus. Schön, nichts mehr. Kurz mal in die Ecke schmeiße. Oh ja. Und ihr seht schon, von welcher Marke es ist. Gehen wir mit auf den Stapel. Das ist das gute Stück. Das Rode PSA A. Das Rode PSA 1 Studio Arm. Ja. So. Oh, geh doch ab, Mann. Was bist du denn so lang? Dankeschön. Dann wollen wir doch mal die richtige Tatsache sehen. Und zwar. Ui. Haben wir hier drin natürlich unseren Arm. Meinen Arm. Warum sage ich unseren? Das macht irgendwie so relativ wenig Sinn. Soll ich das damit rausziehen? Oh ja. Soll ich. Okay. Ui. Was soll ist das? Ach, das ist der ganze. Oh mein Gott, okay. Da ist noch was drin. Huch. Okay. Ein paar Ersatzteile, so wie es ausschaut. Und eine Beschreibung. Wie ihr alle wisst, ist das ja auch für Rode-Mikrofone gedacht. Aber da das oft zusammengestellt wurde und es auch passend aussieht, ja, genau. Habe ich das bestellt. Ey, immer dieser blöde Karton hier. So, das müsste, ja, ich sehe schon, was es ist. Oh, leck mich doch wieder am Arsch. So, das ist der, genau. Der Fuß, damit ich das überhaupt, damit ich das überhaupt festmachen kann. Oh mein, okay, wenn der nicht hält, weiß ich auch nicht. So, und dann hier drin, macht das jetzt Sinn, ist der richtige Arm drin. Oh mein Gott, oh mein fucking, okay, wenn das mal keine gute Qualität ist, dann weiß ich, Alter. Spring loaded. So, ich habe das Ding mal hier befestigt. Ich habe Angst, dass sich das jetzt anspringt, ja? Ah, ja, okay. Ich verstehe, was sie meinen. Wie genau? Oh mein. Okay, Alter. So viel Müll! Was soll ich denn jetzt hier mit? Ich kann jetzt mal runter machen, aber der geht automatisch hoch. Ich würde ja gerne mit beiden Händen dran gehen, aber dann geht dieses. Ach, blöde Ding hoch. Okay, aber warum bewegst du dich? Leute, ich habe gerade kurz an den den Bildern verstanden, dass das ist, wenn ich das jetzt zum Beispiel in meinen Schreibtisch reinmachen will. Ah, also wie ich jetzt hier für die Kabel gemacht habe, könnte ich das jetzt hier so reinbohren, dann ist das da so drin und dann ist es halt im Tisch. Okay, nee, aber das brauche ich nicht. Okay, Leute, ich gucke mir das jetzt gleich genauer an. Ich baue das Ganze richtig auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Der Arm ist anscheinend so, dass man den bewegen kann, weil wenn ich jetzt hier... Genau, fällt er selber hoch. Anscheinend ist der so. Vielleicht lässt er nach einer Zeit nach. Auf jeden Fall habe ich das Kabel jetzt schön hier gemacht. Das finde ich ganz gut. Du hast halt hier so Klebedinger gehabt. So, nee, wie heißt das? Klettverschlussdinger gehabt, wo du das so festmachen kannst. Ist um einiges besser als bei dem alten. Es funktioniert ganz gut. Ihr habt eine schöne Audioqualität jetzt. Und jetzt wird es wieder schöne, bessere Videos geben. Aber erstmal kommen noch alte Videos. Das hier müsstet ihr noch vorher sehen. Und dann kommen erstmal alte Videos. Und dann kommen neue Videos mit diesem Mikrofon. Weil ich muss ja erstmal doch die Videos mit dem Auna-Mikrofon rausbringen. Ich habe ja noch genug aufgenommen. Müsst ihr euch leider noch mit der Qualität ein bisschen gedulden. Aber die kommt irgendwann. Ja, auf jeden Fall war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne nochmal oben da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und schreibt gerne, wie ihr die Qualität findet. Ich finde, sie ist baba-mäßig. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, Leute. Das ist zu krank, dieses Mikrofon. Leck mich fett am Arsch. Scheiße. Haha. Scheiße, das ist so geil.